herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Let's Go. Es geht weiter. Ich muss nach Prismania City und ich bin in Prismania City und muss jetzt unbedingt Team Rocket aufhalten. Dafür muss ich jetzt in die Spielhalle. Aber ich möchte mal gerne wissen, was will denn der hier? Latsch nicht andauernd vor mir rum. Oder willst du dich mit Team Rocket anlegen? Schon irgendwie. Warte, war das. Hier ist das Spielcasino, ja. Steht doch bestimmt hier auf dem Schild, oder? What? Rocket Gamer Paradies. Viel Spaß für Kinder und Erwachsene. Ja. Relativ. Spielen darf man aber nicht mehr an dem Automat, weil Glücksspiel erst ab 16, 18, wie auch immer. Gut. Gehen wir erstmal durch, wer hier alles so rumsitzt. Achso, da wird jetzt schon was angezeigt. Komm schon, lass nur noch ein bisschen. Ah! Fast hätte ich es geschafft. Sag mal, Jesse, sollten wir nicht langsam ins Versteck zurückkehren? Was denn? Wir werden doch wohl unsere... Achso, das sagt der Jesse. Steht doch da. Ist aber blau. Aber ja gut, jeder Name hat blau geschrieben. Was denn? Wir werden wohl doch wohl unsere wohlverdiente Freizeit genießen können. Immerhin haben wir den Boss vorhin ein astreines Dragosso mitgebracht. Ja, aber noch nicht abgegeben wahrscheinlich. Außerdem habe ich schon wieder vergessen, wie die Geheimtür zum Versteck aufgeht. Es ist so dämlich. Du musst das Poster untersuchen. Du weißt schon, das Poster mit dem Flugkörper, der so gut zu unserem Namen passt. mit einer Rakete wahrscheinlich. Hast du nichts Besseres zu tun, als hier deine Zeit zu verplempern? Bevor du hier nur rumstehst, solltest du lieber die Arena von Prismania City besuchen. Die Arenaleiterin Erika mag zwar auf den ersten Blick zurückhaltend erscheinen, in Wahrheit hat sie aber ganz schön in sich. Sie pflegt eine besondere Verbindung zu ihren Pflanzen-Pokémon, was sie zu einer sehr gefährlichen Gegnerin macht. Hier im Gamer-Paradies sieht man ab und zu etwas ziemlich zwielichtige Gesellen, ist doch alles dasselbe. Ich frage mich, wer die sind und was sie wollen. Das ist Team Rocket, aber die werden wir schon los. Hihihihi, mein süßes kleiner Stern, du schaut Leuten gerne beim Spielen zu. Aha, okay. Ich liebe dieses Spiel, bei dem man mit einem Pokémon durch die Luft fliegt. Nicht dein Ernst, warum schreibst du mich so an? Aber im echten Leben einfach abheben zu können, wäre doch viel cooler. Jo, schreib mich nicht an. Ten wackelt mit dem Schwanz. Ich glaube, es war hier irgendwo. Genau, AP plus. Ein Fläschchen vor allem. Naja, hier liegt immer viel Zeug rum. Und zwar jeden Tag. Könnt ihr jeden Tag das Zeug erneut einsammeln. Videospiele sind das perfekte Training für die Reflexe. Aha. Du kennst dich also aus. Okay. Na, wo liegt's denn? Hm.
schwierig. Nee, keine Ahnung. Ho, ho, ho! Ich habe meinen eigenen Highscore geknackt. So kann das gerne jeden Tag laufen. Puh, ich mache eine kleine Pause. Beim Videospiel sollte man grundsätzlich öfter mal ein Päuschen einlegen. Genau, deswegen mache ich keine 2-Stunden-Parts. Mein Job ist es, dieses Poster zu bewachen. Wer sich mit mir anlegen will, der wird's bereuen. Oh, es gibt einen Kampf. Und wenn ich ihn besiege, heult er dann und rennt weg? Nein, wir werden sehen. Karo! Karo, Karo, Karo. Du bist erst Level 24 und Radikal 29. Zu riskant. Georg. New wäre auch möglich. Aber Georg darf gerne etwas stärker werden. Vor allem Georg wächst nicht so schnell wie Mio. Ist von Radikal. Hat nicht viel Schaden. Durchbruch von Georg. Wieder Biss. Schade, ist zurückgestellt. Sehr, sehr schade. Also nochmal. Irgendwie sieht der Kampfraum aber merkwürdig aus. Ist jetzt nicht cooler, wenn jetzt im Hintergrund trotzdem, ich sag mal, die Spielhalle zu sehen wäre? Das ist alles so grau und grau hier. Merkwürdig. Haben sie vergessen, die Wand anzumalen? Das wäre cool, wenn die bunt gewesen wäre. Irgendwie hat Georg jetzt doch einiges an Schaden einstecken müssen. Es wird schwierig, Georg ein zweites Mal einzusetzen. Sehr schöne Erfahrungspunkte, muss man sagen. 400 und 300. Oh Mann, das gibt Ärger. Ja, für dich, nicht für mich. Wenn das so weitergeht, fliegt doch noch auf. Wer redet so? Wenn das so weitergeht, fliegt doch noch auf, wo wir von Team Rocket unser Versteck haben. Ich muss dringend mit dem Boss reden. So, tatsächlich, da ist eine Rakete drauf. Oh, hinter dem Poster ist ein versteckter Schalter. Du entschließt dich, ihn zu betätigen. Es ist ein Knopf, ich muss draufdrücken, natürlich. Klick. Ups, kaputt gemacht. Da hörst von irgendwo in der Nähe ein lautes Geräusch. Du hörst von irgendwo ein lautes Geräusch. Was sagt denn der hier eigentlich? Uns sind die Spielmünzen ausgegangen. Ach, deswegen kann ich hier nicht spielen, ja? Übrigens, könntest du bitte unterlassen, die Wände zu untersuchen? Das hört sich einfach nicht. Das gehört sich einfach nicht mehr. So, was ist denn los heute mit mir? Gibt's ja nicht. Liegt hier was rum? Ich glaube, hier gibt's noch was. Ein Fläschchen AB Top. So, finde ich jetzt hier noch ein Item? Stellt sich hier hin, Tenbaku mit dem Schwanz. Und hier nicht mehr. Sehr kompliziert. Aha. Na? Hier nicht?
Wow. Echt schwer. Endlich! Ein Flottbonbon, danke! Der Detektor, der Tech-Detektor ist echt kompliziert zu bedienen. Hier ist auch was. Eine Nanabeere. Ist klar, ich hab jetzt alles. Nee. Da ist noch was. Eine Himbeere. Ich hoffe, jetzt habe ich alles. Soll ich die nochmal ansprechen? Hä? Ein Flugkörper? Der zu unserem Namen passt? Ich verstehe nur Bahnhof. Mann, du hast echt eine lange Leitung. Also gut, ich gebe dir noch einen Tipp. Der Name des Flugkörpers reimt sich auf Rakete. Okay, ihr habt sie nicht mal. Es reimt sich auf Rakete. Macht das überhaupt Sinn? So, da sind wir im Versteck von Team Rocket. Da gibt es bestimmt eine Menge zu kämpfen. Papa, wer bist du? Und wie bist du hier reingekommen? Ich habe euren Schalter gefunden, der total gut versteckt gewesen ist hinter dem Poster. Ein Mobber. Eine Karo. Eine Bodenattacke? Keine gute Idee. Eine Psychoattacke wäre auch ganz nett. Aber das dauert ja noch. Ich nehme mal Tauruga. Kommt ja nicht so häufig zum Einsatz. Ah ja, toll. Ein Smogan setzt Finale ein. Tauruga überlebt. Finde ich schon mal ganz nice. Oh, unter 200 Erfahrungspunkte. Karo erreicht Level 25. Klasse. Jetzt kommt ein Radfahrt. Nö. Und dann eine Kampfattacke. Radfatz. Jawohl. Und es war Level 29. Aber ich denke, für eine Weiterentwicklung hätten wir jetzt mehr Erfahrungspunkte bekommen. 40 nur. Das ist leider wenig. Noch ein Radfatz. Jetzt wird es mir aber zeigen. Ne? Level 29. Und auch wieder mit einem Schlag besiegt. Voll geil. Dieses Leo kann echt fast alles. Außer gegen Gold King kämpfen. Tauruga! 29. Das ging in die Hose. Bitte nicht. Lass das. Das will ich gar nicht so genau wissen, ob du dir in die Hose machst oder nicht. Hier ist eine Tür. Eine Tür, eine Sackgasse. Und du? Was machst du da? Psst, nicht so laut.
Mission, musst du wissen. Echt? Ist nicht dein Ernst. Nee, echt? Ist nicht dein Ernst. Hey, psch, leise. Was macht denn ein Kind wie du an so einem gefährlichen Ort? Ich will Team Rocket besiegen, oder? Ich will mich nur mal umsehen. Team Rocket besiegen. Du hast Mumm. Das gefällt mir. Weißt du was? Nein, ist deine Hose nass? Als kleines Andenken an unser Treffen kriegst du von mir ein Geschenk. Ein Rocket Set. Ja, nice. Gleich mal umziehen. Wenn du das trägst, siehst du gleich wie ein echtes Mitglied von Team Rocket aus. Bei deiner Größe merkt man allerdings sofort, dass es nur eine Verkleidung ist. Okay, ab in den Beutel. Klamottenkoffer. Ich kann ja bei Level 10 anfangen. Rocketkappe. Kleidung. Rocket Shirt. Sehen wir jetzt hier nur leider nicht. Und wechseln. Rocketkappe. Oberteil. Rocket T-Shirt. Rocket Hose. Dann natürlich Rocket Schuhe. Und zu guter Letzt die Tasche. Alles klar. Und raus hier. Okay, es geht weiter. Mit dem nächsten Gegner. Du hast Mumm, dich einfach so bei Team Rocket einzuschleichen. Bist du sicher? Vielleicht habe ich es einfach nur drauf. Mit Golbat. Okay, das könnte eventuell viele Erfahrungspunkte geben. Das wäre nice. Caro. Ich habe eine passende Attacke mit. Ich hätte meine Pokémon aufladen sollen. Ich setze mir nur ein. In dem Moment könnte man tatsächlich sogar Ten gebrauchen mit der Elektro. Oder ich gebe mir mal die Elektro-Attacke. Sternschaden. Volltreffer sogar und trotzdem für den Schaden. Kommt einfach ein Sternschauer zurück. Macht aber sehr wenig Schaden. Siedewasser ist eigentlich eine sehr starke Attacke. Die, glaube ich, neutral. Ja, sie hat neutral getroffen, aber... Das ist nämlich dann wieder Sternschauer. Weil... um es zu besiegen, ist nicht mehr so weit. Sehr effektiv natürlich, weil es eine Unlichtattacke ist, warum auch immer. Ich verstehe zwar nicht, warum es eine Unlichtattacke ist, aber... Hat den Vorteil, dass es sehr viele normale Pokémon werden können. Mew erreicht ein neues Level und es ist Level 30! Yes! Geil! Voll cool! Hat immer noch nicht die 1000 PP erreicht. Wow, 380 BP für Caro. Das kam unerwartet. Mann, ihr wirft aber wenig Geld ab. Nur 800 Pokémon, was soll denn das? So, hier liegt ein Item.
5 Hyperbälle sind drin. Warum nicht? Geil. Warum stehen hier so viele Monitore rum? So, dann müssen wir jetzt nach unten. Es gibt nämlich keinen anderen Weg. Keinen weiteren anderen Weg. Und da steht schon der nächste. Ich hab gehört, mit einem Sith-Cop kann man alles durchschauen. Sogar Gespenster. Aha, das brauchen wir für den Pokémon-Turm. Lavandia. Hypno. Hefe auf der Unlichtattacke wäre toll. Hab ich aber nicht. 29, Level 25. Und nicht Bisa Knosp ist keine gute Idee. Vielleicht zieht ihr Wasser mal ausprobieren. Hypnose. Ui. New ist blitzschnell und ist der Attacke ausgewichen. Überlegt mal, eine Hypnose auszuweichen ist schon eine Kunst, oder? Ja, wegen der großen Zuneigung zu New. Geil. Ui. Das hat vielleicht ein Viertel Schaden gemacht, wenn überhaupt. Okay, Sternschauer. So, hier schläft. Schlecht. Ja, nee, Kampfattacke ist keine gute. Ich sollte jetzt eine Attacke einsetzen, die ich häufig besitze. Ja, Strahl, das interessiert ja gerade. Bist auch noch verwirrt. Wie kannst du im Schlaf verwirrt sein? Ernsthaft? Okay, jetzt ist es wieder wach. Wo ist jetzt im Schlaf? Trifft bestimmt auch neutral. Wo ist denn im Schlaf? Kopfnuss, ja, sehr gut. Das ist, Kopfnuss ist wieder so eine Attacke, die kann dafür sorgen, dass das Pokémon zu. Ja, Mew hat sich gerade vor Verwirrung selbst verletzt, während er Schaufel eingesetzt hat. Das ist natürlich traurig. Ich muss unbedingt mal aufladen. Mew geht jetzt nämlich langsam in den roten Bereich. Ja, sag mal, reicht's jetzt mal? Darf ich auch mal wieder was an? Was machen? Sieh dir was an. Mew ist verwirrt. Und setzt Ziedewasser ein. Dankeschön. Sehr schön. Hypno brennt. Endlich mal. Wie oft habe ich schon Ziedewasser eingesetzt und es hat nicht gebrannt? Schläft. Mew schläft wieder. Zwingt sich aufzuwachen. Ist es jetzt echt aufgewacht? Krass. Voll cool irgendwie. Sternschau. Ich hoffe, es reicht. Nein, es reicht nicht. Also nochmal. Jetzt roter Bereich, ja. 20 KP noch. Hypno hat sich mit Verbrennung ganz selbst besiegt. Oder anders gesagt, die Verbrennung hat Hypno besiegt. 400 Erfahrungspunkte, nice. Sehr, sehr schön. Dieser Knosp erreicht Level 30. Georock erreicht Level 30. Ich gebe mich geschlagen! Das hoffe ich doch. Also, was solltest du sonst tun? Das wäre halt die nächste Frage. Okay, dann muss ich dann doch mal kurz in den Beutel. In die Zinntasche. Belebbar. Nein, beleben muss ich keinen. Supertrag. Einmal für New. Tauroga. Georock.
Ich warte noch ein bisschen, bis ob New noch mal Energie braucht. Ich glaube, es kommen auch, glaube ich, gar nicht mehr so viele Kämpfe. So, wo will ich hin? Erstmal wieder zurück an die Stelle. Hier ist das nächste Item. Du findest einen Aufwecker. Ja, den hätte ich vorhin fast gebraucht. Dann nehme ich das nächste Item. TM05, Erholung. Wüsste ich jetzt nicht, ob ich das unbedingt jemandem beibringen muss. Da unten gibt es zwar ein Item, aber mit den Pfeilen komme ich dann nicht hin. So wie es aussieht. Jetzt muss ich gerade gucken. Ich könnte mal dahin gehen, um zu sehen, wo ich denn hin möchte. Ich hoffe, ich will dahin. Ja. Als nächstes möchte ich da lang. Genau. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Die oberen Pfeile. Ah, da drüben liegt noch ein Item. Ich will fragen, wie komme ich denn da hin? Achso, AP Plus. Ein Fläschchen AP Plus. Oh, okay. So, ja, da geht es natürlich nicht weiter. Moment mal, was? Hier liegt ein Item rum. Tatsächlich ein X-Treffer. Okay. Gut, dann muss ich jetzt hier wieder mit einem kleinen Umweg versuchen, wieder zurückzukommen. Verlaufen. So rum. Genau. Wieder darunter. Wieder dahin. So, und jetzt hier lang. Jetzt sind wir durch das erste Labyrinth durch. Da gibt es einen Fahrstuhl, aber ohne den richtigen Schlüssel scheint sich hier gar nichts zu tun. Tja, gehen wir mal die Treppe hoch. Krasse Musik. Was willst du denn hier? Dich fertig machen. Dir eins hinter die Löffel geben. Vielleicht auch einfach einen Tritt in deinen Kehlkopfstein. Und kann bestimmt auch mal auf. Kann Karo Schaufler? Ja, und dann setze ich Schaufler ein. Ah, schade, er darf anfangen. Okay, das hat wirklich gar nicht so gut abgezogen. Sehr schön. Jawohl! Geil! Sehr effektiv, Volltreffer besiegt. Nice! Karo! Karo! 150 Erfahrungspunkte. Schade, das sind wir nicht. Na gut, nicht gut. Nicht gut! Heul doch. Du findest einen Hypertrank. Ich glaube, aufladen muss ich keinen, oder? Achso, ich setze jetzt einfach aufs Team, dann ist es einfacher.
Genau. Ja, ja, drückt einfach die falschen Knöpfe. New trotz sofort Energie. Okay. Hm. Brauchst du vielleicht nicht aufladen. Eindringling! Gesichtet! Sie hat zwar nicht geschrien, aber theoretisch würde man das so reagieren, oder? Müsste sie vielleicht sogar Hüpelin heißen? Das ist ja eine Frau. Das ist eine weibliche Anwandlung für Hüpel. Wäre interessant. Caro darf sogar anfangen. Oh, sehr schön. Gibt hier Kaffee. Na komm, aufladen. Ah, fast mit einem Schlag besiegt. Immerhin roter Bereich. Giftblick. Oh, vergiftet er nicht? Nee, paralysiert. Okay. Warum auch immer. Aber ein Vorteil hat's. Caro kann jetzt nicht mehr vergiftet werden. Dunkelnebel. Alle Statusveränderungen wurden aufgehoben. Ja, Moment mal. Auch von Caro. Nee, Caro ist immer noch paralysiert. Ein Arbok. Ja, ich bleib drin. Obwohl, ich kann. Ich tausche. Caro soll Erfahrungspunkte bekommen. Also tausche ich auf hier. Ich denke, die Energie reicht nicht, um noch einen Angriff einstecken zu können. Giftig von Arbok. Interessiert den Georg so egal, also eigentlich gar nicht, weil nicht sehr giftig. Und wir sitzen Schaukern. Biss! Das macht schon mehr Schaden. Gut gewählt. Miss Rübel. Dunkelnebel. Wow, 455 Erfahrungspunkte, 370 für Caro. Nice. Oh Mann, keine Chance. Wieso habt ihr eigentlich alle 812? Warum gibt ihr mir immer 812? Das ist doch komisch. 5 Superbälle. Mhm. Okay, jetzt wackelt ich hier nicht mehr mit dem Schwanz. Ich bin doch von da gekommen, oder nicht? Das ist ein Mülleimer. Okay. Ist hier irgendwas versteckt, was ich nicht sehe? Da ist nichts mehr. Jetzt bin ich aber etwas verwirrt. Ich hätte schwören können, dass ich irgendwann da weiterkomme. Hm. Hab ich irgendwas übersehen? Oh nee, vielleicht auch nicht. Ich glaube, ich weiß, wo. Also, bin ich das Labyrinth durchgegangen? Weil man es genau nimmt. Ich bin von da oben gekommen und war nicht hier unten. Ja, genau. Hier geht's weiter. Sieh an, unser kleiner Eindringling. Uns
andere Leute oben haben schon gemeldet, dass du bald hier reinschneien würdest. Ja, lass uns kämpfen! Miss Rüpel! Ein Gulbat. Kann man jetzt natürlich keine Schaufel einsetzen. Ah, natürlich hat Oma ausgewählt. Das Coole ist, selbst wenn man eines ausgewählt hat, kann man trotzdem mit dem Joystick nach rechts oder nach links ein anderes Pokémon auszuwählen. Ja, Mew ist einfach ausgewichen, weil es uns so toll mag. Weiß nicht. Seht ihr was auch? Ja, mein cool. Oh, Biss. Ah. No, dafür, dass es sehr effektiv war, hat es jetzt aber kaum Schaden gemacht. Okay. Dann hätte ich jetzt gesagt, den Sternschauer. Ja, das hat was. Konfusstrahl. Nein, das verwirrt doch mein Mew. Mew, streng dich an. Versuch bitte wieder nicht verwirrt zu sein. Sternschauer! Mew ist verwirrt. Und setzt Sternschauer ein. Ja, gut. Golbat besiegt. Jawohl, jawohl, jawohl. Geil, geil, geil. 460 Erfahrungspunkte. Karo 380. Karo ist Level 26. Nice. Drachenwut. Oh, das muss ich mir mal angucken. Ist aber Drachenwut nicht die Attacke, die nur 40 Schaden macht? Ja. Schade. Immer nur 40 KP. Hochgeladene Schockwelle aus. Und die stets 40 KP Schaden anrichtet. Genau, gegen Harzfolie kann man das schon mal austauschen. Ich habe verloren! Das kann doch nicht sein! Wie 812 Pokédollar. Aura TM20. Okay, das will ich mir mal kurz angucken. Gut ist denn die Attacke? Finsteraura. Unlichtattacke. 80 Stärke, 100 Genauigkeit. Setzen. Wer kann denn das alles lernen? Ach, nur Mew. Mew kann aber, glaube ich, jede Attacke lernen. Hm. Mew hat aber schon so viele gute Attacken gehabt. Außer gegen Sternschauer, weiß nicht. So dringend brauche ich hoffentlich keine Unlichtattacke. Hoffe ich mal. Okay, wir sind in diesem Raum noch nicht ganz fertig. Hier muss irgendwo dieser Öffner sein für den Fahrstuhl. Ein Beleber. Okay. So, aber das nächste Labyrinth machen wir in der nächsten Folge. Deswegen verabschiede ich mich und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Hinterlasst mir einen Daumen nach oben, wenn ihr die nächste Folge sehen wollt. Und bis zum nächsten Mal.